So, ich muss jetzt noch einen Bönger nehmen, sonst kriege ich hier Hustenanfälle. Nein, mir geht schon wieder ganz gut, ich war auch lange genug krank. Und hier ist der alte Mann von den Schlaftabletten und das wunderschöne Spiel, welches er hier gerade spielt. Und wohl ab 6 Jahre ist Harveys neue Augen, ich weiß es gar nicht, vielleicht ist es auch ab 12. Und wir müssen jetzt hier von der Doris, ja, uns, die braucht die Konservendose. Was brauen lassen. Ah, du hast die Konservendose ja gefunden. War im Keller. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Ja. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Ja. Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Gut, wir gehen in die Haupthalle. Hier müssen wir nach oben. Also, erst hat die Katze das ins Treppenhaus, komm, Edna, sage ich schon, Hilly. Wir müssen erst hier oben hin, dann zum Rundgang. Ja, das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Okay, da liegt ein Entenbraten. Ein riesiger Braten stand im Essenslift. Das musste Lumpis Abendbrot sein. Ich nehme den mal. Wollen wir mal gucken. Braten. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Ach du Scheiße. Kann ich den denn wieder nehmen? Was mache ich denn mit dem Braten? Kann ich... Halt. Lilly wusste, dass sie nicht mit dem etwas essen war. So ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Na so. Was mache ich denn hiermit jetzt eigentlich? Kann ich das... Oh, der scheint zu gehen. Knallfrösche am Ballon. Aha. Vielleicht kann ich der Pflanze hier den Braten geben. Ich brauche einen leeren Teller, dann gibt's nochmal Essen. Vielleicht schmeckt der... Ah, leere Teller. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas. Ich glaube, da ist irgendwas durcheinander gegangen mit dem Essen. Also der Braten war doch eigentlich für die Oberin und nicht für die Katze. Und die Oberin isst Katzenfutter? Naja, das glaube ich nicht. Katzenfutter mit Taubengeschmack. Oh, das scheint Lumpi zu gefallen. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Leider war die Wand zu glatt für seine Krallen. Die Wand war zu glatt für seine Krallen. Hier haben wir einen Haken, hier haben wir ein Gemälde. Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Ja, das bezweifle ich auch. Lumpi kriegt eine Zigarette. Lilly bezweifelte... Na gut. Lumpi kriegt Kirschen. Lilly bezweifelte... Na gut. Oder Beeren. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich bewegrund. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Das stimmt. Was soll ich denn jetzt hier machen? Topfpflanze? Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Ja, wir haben sie ja gefüttert. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald... Das kennen wir auch schon.
Ich weiß zwar nicht, warum. Lilly hatte die Funktions... Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Ja, dann halt hängen wir das hier an Haken fertig. Oh, das geht. Na, da hatte es aber jemand eilig. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe hier den Luftballon. Kann ich den... Der Plan war heikel, aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Warum... Nanu? Wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Und nu? Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Eine Friedenstaube. Nee, eine Taube mit Ballon. Mit Flugunterstützung. Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Ja. Soll ich die Kinder doch verschonen? Ja. Oh Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese verfluchten... Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Lilly! Das würde ich auch machen. Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Ach so? Mach's gut, Lillifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst, Lilly, schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Was ist denn mit Gerrit los? Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell! Wir gucken uns trotzdem mal um. Lilly ließ sich nicht von Garretts Hektik anstecken. Sie wollte sich erst einmal alles in Ruhe angucken. Wo sind sie? Sie können nicht weit sein. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Lilly wollte erst... Wo sind sie? Sie können... Andererseits... Na gut, ich hab's schon verstanden. Ich denk mal, wir kommen hier wieder hin. Ich geh mal hinterher. Nicht trödeln. Na los. Ach so. Das war da alles drin? Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje, aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass Sie diese Aufsässigkeit in Ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Schnell weg. Überall Mord und Totschlag. Aber kein Tagebuch. In den Keller? Wo ist denn jetzt Gerrit? Inzwischen hatte Lilly verstanden. Wo ist denn der hin? Zum Wintergarten?
Da ist das Tagebuch. Als Lilly den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Das nehmen wir doch gleich mal. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Mhm. Eine Höhle am Moorsee also. Mhm. Lilly versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lilly, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen. Oh nein, zu spät! Da ist sie! Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen. Ha? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache. Dein Ohr hängt am Kinn. Amüsiere uns. Entschuldigung. So, jetzt ist besser. Das dauert mir zu lange. Ich fand das gut mit den Nazi-Vampiren. Oh nö! War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Was für ein Schwein. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Was geht denn jetzt hier ab? Woogie, Woogie. Harvey? Woogie. Pah, Woogie, in der Tat. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lilly. Du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Nazi-Vampire, Nazi-Vampire. Oogie? Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Oberin Ignaz. Nun rede schon, du nutzloses Kick. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lilly? Nazi-Vampire. Wer ist verantwortlich? Nazi-Vampire. Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Die Taube. Lumpi. Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Oh, guckt euch mal die Beleuchtung an. Ich glaube, alles diabolisch und teuflisch. Ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Okay, niemals. Niemals! Niemals! Nie! Okay. Aha.
Verbote tun und lassen, was man will, wütend werden, spitze Gegenstände, gefährliche Orte betreten, lügen, Alkohol trinken, Erwachsenen widersprechen, Feuer machen. Haben wir noch was im Inventar? Wir haben nichts mehr im Inventar. Teekanne. Pico. Das war der Beruhigungstee der Oberin. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Teetasse. Kann ich die nehmen? Psst, Lilly. Ah, Gerrit. Gemälde? Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin. In der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Aha. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier. Nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Ja. Exzellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen, finden Sie nicht? Ach die, das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Kennen Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Damit meinen die das hier. So, jetzt sollen wir... Jetzt haben wir eine Tasse. Jetzt haben wir eine Teekanne. Zuerst musste da noch Tee in die Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen. Okay. Lilly, du ungeschickter Nichtsnutz! Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Scheiße. Wenn ich könnte, dann würde ich... Wie sollen wir das jetzt weitermachen? Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee. Ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Ist doch kein Thema. Haben wir noch eine... Nein? Ich hab doch noch die Bären. Neuen Tee zu servieren war... Aber wo sollte sie... Lilly vermutete, dass die Tollkirschen denselben Effekt erzielen würden wie Garretts Elixier. Nun mach! Zumindest einen ähnlichen. Jetzt mussten sie nur noch gekocht werden. Ach, gekocht? Wie koche ich die denn jetzt? Teekanne mit Tollkirschen. Wir brauchen Feuer. Zum Rundgang. Ich müsste in die Küche zum Ofen. Na gut, wir knobeln das in der nächsten Folge raus, aus. Wir sind schon wieder fast 20 Minuten. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn Lilly hier weiter mordend und ja, so weiter durch das Kloster zieht. Naja, tschüss. Schmatz nicht.